Und wer sind Sie? Sind Sie Anwalt? Also, ich habe gerade das Examen bestanden. Na, Sie haben ja Nerven. Sie erscheinen in meinem Gerichtssaal und haben nicht mal eine Lizenz. Bloß raus hier, und wenn Sie Ihre Lizenz haben, dürfen Sie wiederkommen. Auf der Uni lernst du nicht das, was du wirklich brauchst. Das sind alles nur Theorien und hochtrabende Konzepte und dicke Bücher über Ethik. Was ist falsch an Ethik? Eigentlich nichts. In der Welt der Anwälte. Schönen guten Tag, Mr. Van Landel. Haben Sie einen Anwalt? Nein. Gut. Tut mir sehr leid, Mr. Van Landel. Entschuldigen Sie. Wir schlagen für Sie ein hübsches Sümmchen raus. In Memphis, Tennessee. Das war eindeutig Jagd auf Unfallopfer. Genau. Wenn du es nicht tust, wirst du verhungern. Nimmt eine unglaubliche Geschichte ihren Lauf. Wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Mein Sohn stirbt und diese Gauner wollen nicht für seine Behandlung zahlen. Ich bedauere sehr, Sie unter diesen Umständen kennenzulernen. Sie wären nicht hier, wenn Ihre Mandanten ihre Pflicht erfüllt hätten. Bereits 7-mal hat unsere Gesellschaft Ihre Ansprüche schriftlich abgelehnt. Offenbar sind Sie dämlich, dämlich, dämlich. Die Gesellschaft hat's drauf ankommen lassen. Inwiefern? Ein Jahr lang hat sie alle Ansprüche abgelehnt. Da geben die meisten Leute auf. Ich will diese Typen fertig machen. Willkommen im Krieg. Na, habt ihr ja eine Menge Arbeit für euch. Beeinflussung der Geschworenen, Steuerhinterziehung, Geldwäsche, das volle Programm. Nehmen Sie sich in Acht. Hast du Angst? Ja. Ich hoffe, Sie werden erstaunt sein, wie weit eine finanzkräftige Versicherung geht, um einer armen Familie Geld wegzunehmen und es dann zu behalten. Ich gebe Ihnen den guten Rat, sich zu benehmen. Sie schwimmen jetzt im tiefen Wasser. Wann haben Sie zum ersten Mal Ihre Seele verkauft? In unserem Beruf geht's nicht um Gerechtigkeit. Matt Damon, Claire Danes, John White, Mary Kay Place, mit Mickey Rourke und Danny DeVito. Ist das nicht eine Nummer zu groß? Kann man so sagen. John Grishams, Der Regenmacher. Es gibt nichts Spannenderes, als eine Versicherungsgesellschaft fertig zu machen.